Die Spider-Lara gerade nicht so wirklich, ne? Also. Also, man merkt eigentlich schon, dass das Spiel total verbuggt ist, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich jetzt eine totale Abkürzung genommen haben, um an diesen Punkt zu gelangen, ne? Also. Ja, wo kann ich faktisch reinspringen? Ich meine, dieses Ding hier wird doch nie umsonst da sein, oder kann ich an der Wand lang kraxeln? Ich kann es mal probieren, ich meine. Ja, so nicht. Das ist echt lustig, wie Lara hier immer zusammenbricht. Also, das ist schon echt funny. Boah, müsste ich kleben, dass mein Gewicht gehalten werden würde. Ach Mensch. Oh, da ist es wieder. Hört ihr die schöne Symphonie der Hölle? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Wunderschön. Ja, total. Ist wirklich, also. Es ist das Schönste, was ich jemals gehört habe. Ich glaube, warte, ich spring mal zurück. Ah! Guck mal, jetzt mal vom Prinzip, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Vom Prinzip her kann ich doch von dieser Position aus, müsste ich doch eigentlich mit genug an. Lauf. Oder ich muss hier hoch. Kann auch sein, warte mal. Okay, ich muss hier hoch. Jetzt natürlich auch. Jetzt hier Türen öffnen oder was? Oder? Ah, jetzt kommen wir hier den Schlitzer. Ne, das ist kein Schlitzer, das ist ja ein Sicherheitshebel. Aha, okay, jetzt haben wir. Aha, okay. Ich verstehe. Jetzt haben wir den Fahrstuhl, was das war. Haben wir jetzt nach unten gelassen. Jetzt können wir hier. Oh, das ist kompliziert, meine Fresse. Was soll das denn? So, lass dich bitte ganz langsam runter, ohne zu sterben, Lara, ja? Danke. So. Jetzt können wir da hinspringen. Auch wenn es ein bisschen sonderbar ist. Wow. Die Dinger sind ja gerade komplett eskaliert. I'm not strong enough. Okay. Ja gut, das ist komplett random. Also entweder müssen wir in unser Notizbuch gucken oder es gibt hier oben noch Informationen. Gibt es hier noch eine Information? Nein, gibt's nicht. Es gibt den sicheren Tod dort oben, aber das sind Sachen, die wollen wir ja nicht hören. Ja. Oh, das war knapp. Warum ist nicht noch weitergelaufen jetzt einmal? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Lara, Mensch. Weißt du, Yuki Bien, du kannst dich schon mal drauf freuen, wenn es mit Dings weitergeht hier mit Legends, ne? Oder Tomb Raider Legend, da ist auf jeden Fall ist das, also die Steuerung ist weitaus flüssiger und spaßiger. Ja gut, warte mal jetzt hier, das ist also, warte mal. Also keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich gucke mein komisches Tagebuch da, Notebook. Wenn ihr irgendwelche Symbole seht, dann schreit ganz laut. Okay, da sind das die Symbole, die zufällig. Nee, das weiß ich, die Symbole, die ich gerade gesehen habe, oder? Ja, doch, oder? Ich muss immer wieder dahin. Das erste wäre ja so ein komisches. Nein, das sind die nicht. Die sind viel zu abstrus hier, oder? Nee, das sind viel. Das sind viel simplere. Symbole, gucken wir uns mal an. Das hat uns gar nichts. Ist auch wieder. Ja, die Nephilim, wir wissen Bescheid. Aha,
The two missing symbols are hidden close by the buttress. Die zwei, also wir kennen das erste Symbol und das. Ja gut, das kann aber alles sein oder nicht. Also. Das ist halt immer das erste. Was so, was sollen wir schreien? Nein, nicht schreien. Sorry, ich war jetzt ein bisschen mit meinen Gedanken. Mit meinen Gedanken hier befestigt. Das erste müsste das Symbol sein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen nachdenken, das tut weh. Oh Gott, ey, muss ich jetzt immer durch Dings, ich kann mir das noch nicht merken. Das erste Symbol war Mond. Letztes Symbol war so ein komisches. Wo ist es denn? Okay. Was war das erste? Und das erste war der Mond. Oder nicht? Den werden wir jetzt mal locken, damit der fest ist. Sehr schön. Den haben wir jetzt scheinbar irgendwie blockiert. Ja, Katze, kann ich dir helfen? Und das letzte Symbol müsste. Ich guck noch mal rein. Es tut mir leid, dass ich jetzt so oft gucke, aber ich will einfach nur, dass es richtig ist. Sieht aus wie so eine Palme. Letztlich. Ja, die kommen wir, warte mal, die holen wir uns noch. Das ist jetzt blockiert. Das erste Symbol. Perfekt. So. Och ja, Katze. Wo bist du denn? Da. Joa. Du kleiner Fellball, du. So. Blockieren wir nochmal. So, jetzt müssen wir die anderen beiden Symbole rausfinden. Was hat das Ding gesagt hier, das Notebook? Es ist in der Nähe vom Buttress, das ist ein Buttress. Also es muss irgendwie in der Nähe irgendwie versteckt sein, irgendwo. The two missing symbols are hidden close by the buttress. Ja, das muss ich mal. Schauen wir mal jetzt ganz kurz. Können wir gleich mal Google Übersetzer fragen, was Buttress heißt. Buttress. Stützpfeiler. Aha. In der Nähe des Stützpfeilers. So, Katze, was machst denn du jetzt hier? Ach, jetzt will sie sich. Ach, jetzt will sie wieder gestreichelt werden. Ja, Schnur, Schnur. In der Nähe des Stützpfeilers. Aber welche Stützpfeilers denn? Der Stützpfeiler da oben oder was? Wahllos rumdrehen, bis ich irgendwann mal die ganzen Symbole durch habe, ist auch Quatsch, oder? Ja, also so ganz wahllos will ich das hier echt nicht machen. Also irgendwie. Irgendwie muss es schon einen Hinweis geben. The two missing symbols are. Bei irgendeinem Stützpfeiler. Ja, was ist hier. Wo ist hier ein Stützpfeiler? Was stützt hier einen? Was stützt hier irgendjemanden? Oder auch nicht? Verstehe jetzt nicht das Rätsel, muss ich sagen. Ist versteckt in der Nähe des Stützpfeilers. Das Holzding, wo du landen musstest. Nee, ich weiß nicht. Warte mal, da oben ist das denn das Symbole? An der Decke, ne. Ist das hier dieses. Ist das dieses. Dieser Steinturm, wenn ich es mal. Ist das ein Stützpfeiler? Nee. Stützpfeiler sind doch meistens aus Holz, oder nicht? Ja, gut, kann auch aus Metall. Kann auch aus anderen Sachen sein, aber. Metall oder. Was weiß ich. Aber wenn es einfach versteckt wäre, dann hätte er das doch wahrscheinlich einfach aufgeschrieben, oder? Oder auch einfach, wo hier der Stützpfeiler ist. Noch mal gucken, vielleicht ist es auf dem Bild irgendwie noch erkennbar. The two missing symbols are hidden close by the buttress. A
Wenn ich das mal überhaupt lesen könnte, was hier steht, aber das ist halt unlesbar. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, das zu erfahren. Oder warte mal, oder ist das vielleicht in irgendeinem anderen Bild versteckt, wenn wir jetzt mal in der Nähe vom Stützpfeiler. Five Engraving. Wir gehen das mal durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kept Fifth, bla bla bla, das ist es nicht. Map Engravings, Louvre. Okay, das sagt man an, wo hier diese Ausgrabungsstätte ist. Metallic Surface, Looks, Light of Truth. Ist hier irgendwas versteckt in den Bildern? Nee. Links to Nephilim. Du. Casco, Chema, The Willis und der. Also, ich sehe nix. Also, da ich überhaupt kein, also nicht mal ansatzweise einen Anhaltspunkt habe, wäre das vielleicht mal durchaus ein Punkt, wo man mal nachgucken könnte. Das wäre okay für mich. Also nicht, dass ich das irgendwie nicht machen möchte, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich tun muss. Nur kann ich so wahllos irgendwie an den Ding rumzerren. Ich weiß nicht, was gemeint ist mit der Nähe der Stützpfeiler. Das kann halt im wahrsten Sinne des Wortes alles sein. Das kann ja mal einer von euch nachgucken oder zumindest mal gucken, was die Lösung des Problems ist. Also, weil ich, keine Ahnung, also jedes Stützpfeil aus. Ist ja auch so. Also man verlangt jetzt ja bestimmt nicht von uns, dass wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder? Also, das wäre jetzt ja lächerlich. Vor allem Stützpfeiler seid. Kann halt alles sein. Also. Ah, jetzt drehen die Dinger sich wieder. Was soll das denn? Ich hab's doch gerade. Ach Mensch, ey. Gut, da müssen wir halt noch das nochmal von vorne machen. Das erste Symbol war so ein komischer Halbmond, glaube ich. Und das zweite war eine Palme, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Aber du hast da zwei Pfeiler. Wo habe ich zwei Pfeiler? Ich weiß jetzt nicht. Also die Sache ist, ich weiß halt nicht, was mit Pfeilern gemeint ist. Ne? Das ist es halt so in dem Sinne. Das erste blockieren wir. Wir müssen ja einfach nur wissen, was die richtigen Symbole sind, dann kommen wir auch irgendwie weiter. Wo du hergekommen bist. Also jetzt nochmal komplett irgendwie nochmal nach unten latschen oder was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt gerade gemeint ist, wenn ich ehrlich bin. Also, es sei jetzt auch dumm, irgendwie random. Nein, nicht, das kannst du wieder lösen, ist okay. Was für wieder. Ah, ja, warte mal, du hast recht. Warte mal, das ist eine gute Idee, Yukibina. Wir haben diese komische Zielscheibe gefunden und. Ja, und dieses Ding da, das könnte es doch sein. Ich meine, wenn wir das da haben, haben wir eine Zielscheibe? Ja! Yuki Biene, Mensch! Du bist ja grandios! Kommt das plötzlich her? Ja, wunderbar. Aber dann, hä? Ist in der Nähe vom Stützpfeiler versteckt? Also, das ist. Bekloppter Tipp, wirklich. Nee, nicht nett. Ich meine das wirklich nett. Also ich habe nie meint so eine Motte wie.
Nein, so meinte ich es nicht so. Nach dem Motto, das passiert nie. Aber es war echt eine gute Idee. So, das ist jetzt so ein komisches U oben, wo so ein O dran hängt. Das müsste das nächste Symbol sein. So, jetzt. Oh! Yuki Biene! Das warst alles du gerade. Oh! Es öffnet sich! Dam, dam, dam. Jetzt war doch nochmal nach unten. Oder was? Wo ist denn das? Ich war schlau, aber. Ja. Kannst du dir selbst aufs Rückgrat klopfen, ne? Ich meine, anders war nicht hier unten oder so, aber es muss ja irgendwo da in der Nähe sein zumindest. So, dann spring mal Lara. Oder auch nicht. Warum hält die sich nicht fest? Warum? Was ist dein Problem? Mein Gott! Halt dich doch fest! Warum willst du sterben, Lara Crew? Ah ne, wir haben viel zu spät geladen. Ich komme langsam mit den Speicherständen gar nicht mehr klar. Ah ne, wir sind ja schon bei 23:11 hier. Gibt's hier einen sicheren Weg nach unten? Ich speichere aber nochmal. So. Hopp! Ah, das geht also. So, war hier unten irgendwas zum. Das war nicht hier unten. Das war also wieder weiter draußen, das heißt, wir müssen nach oben krabbeln. Das heißt, muss ich wirklich nach unten? Nein, ich glaube nicht, aber ich muss auf jeden Fall wieder nach oben, ne? Und das erreiche ich ja nur, indem ich hier den Weg einschlage. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe diese Rosette da, die sich gerade geöffnet hat, die hab ich noch nirgendwo gesehen bis jetzt. Warte mal. Könnte das da hinten sein? Nee. Ich will mal versuchen, hier hoch zu. Hier geht's nicht hoch, ne? Ich weiß ja sonst nicht, wo es sein soll. Das kann ja, hier ist es nicht. Da muss man wahrscheinlich wieder zurückklettern. Wenn ich mal ein bisschen Übersicht hätte hier, ist es halt. So schlimm alles hier. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Töten. Ja, ne? Der Louvre ist doch wirklich ein tolles Level. Das ist. Wahrscheinlich da oben. Wir müssen von oben da wahrscheinlich rein, ne? Das ist schon in der Mitte von dem Pfeiler ganz oben. Nee, 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 nee. Warte mal. Oh! Ich muss schon. Nee, ich muss schon hier wieder hochklettern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur da hochkomme, wenn ich die Leiter wieder hochkletter. Es hatte sich eine Rosette geöffnet, ja. Das war so ein Eingang zum Portal zur Hölle, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwas hat sich jedenfalls geöffnet. Und das war, ist zumindest nach meinem Blick, was ich jetzt hier so analysieren kann. Mensch, was macht denn die blöde Kuh? Ich laufe zu dem. Also, es heißt, wenn ich wirklich zur Kante gehe, bleibt die stehen. Was macht die? Läuft einfach weiter. So, hier, stopp. Danke. Lol. Das ist ja lustig. Das Wort Rosette scheint Twitch nicht zu mögen. Also bei dir zumindest. Wenn Yuki Biene sagt, ist das in Ordnung. Was sagt das über die einzelnen Personen aus? Über Yuki Biene zum Beispiel. Was sagst du über dich aus?
Also ich verstehe, muss ich, was ich auch sagen muss, ich verstehe nicht, nach welchem Prinzip teilweise sie sich festhält und man nicht. Manchmal hält sie sich am Geländer fest, manchmal hält sie sich dann auch wirklich mal an der Holzplanke fest. Ah, ist alles gut. Er hat nur geschrieben, hihi, Rosette, ich als Bäcker kenne mich damit aus. Ist jetzt. War jetzt nicht irgendwie so obszön, dass man gleich anfängt zu weinen und einen epileptischen Anfall bekommt, ne? So. Ja, wo ist dieser fucking Eingang? Hat sie hinten gleich was geöffnet in unseren komischen Räumchen? Mann, ich will da hin! Das ist so ganz komisch um die Ecke laufen hier. Ich kann mir doch irgendwie. Ich habe doch irgendwie einen Weg, wo ich zu der Mitte gekommen bin, oder? Und da bin ich gekommen. Hier hinten geht es nicht weiter. Boah, ist das anstrengend gerade. Also die Level sind alle so konzipiert, dass sie so verwirrend wie möglich sind, ne? Ja. Als Bug-Livestream darfst du das nicht sagen, ja, genau. Bist du sofort gesperrt. Für alle Ewigkeit, das war's. Gebannt fürs Leben. Warte mal, ja, jetzt weiß ich's. Als ob die sich da festhält. Ich find's lustig. Ist das nicht funny? Ja, normaler Mensch hätte sich dir irgendwie die Arme ausgerenkt, aber ich mache einfach so ein Leap of Faith und lande dann irgendwo. So, pass mal auf, jetzt kletter ich mal wieder in die Mitte da hoch. Das ist so umständlich, statt die Alte einfach mal die Tür aufmacht. Ja, wisst ihr's, meine? Das ist so. Warum? Das ist. Ach. Unnütz, wirklich. Das ist nur so eine olle kleine Tür da. Wenn du so eine riesige Metalltür öffnen kannst, wirst du das ja auch schaffen. So. Da ist das Loch. Wir dringen ins Loch ein. Jetzt geht's los, Leute.